Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Empire. Jo, wir starten jetzt in die zweite Mission des 4. Kapitels. Ich dachte jetzt gerade schon, weil die Punkte ausgefüllt sind, aber ich muss hier unten auf die Werte gucken. Das ist schon ein bisschen irritierend, weil wir ja alles schon auf Seiten von Samt durchgemacht haben. Also ja, wir sind in Kapitel 4, Akt 2. Kommunikationszusammenbruch, okay. Der Hut des seltsamen kleinen Zauberers ist noch nicht wieder am Boden. Da treffen du und dein Ratgeber schon in Valmorgan ein. Entschlossen, die Loyalität der noblen Fürsten des Stadtrats zu gewinnen. Oh, wir wollen den Stadtrat nicht aufeinander hetzen, wie bei Samt, sondern wir wollen ihn für uns gewinnen. Yay. Yeah. So kann man es auch machen. Also Kapitel 4, Akt 2. Auf normal natürlich. Leitern aus. Spieleranzahl 1. Und dann starten wir. The plan of conquest has been put into action. A fact well known by the wizards now tumbling about in orbit high over Ardania. Well, that is, to the lucky wizards capable of conjuring up air to fill their lungs. You have reached Valmorgan. More precisely, the caves under the country residence, where the noble members of the city council are about to convene. If all goes according to plan, you will have secured their future support before the sun rises, or at least made sure that they will not stand in your way. Yo. The Council of the Cities. A bunch of stuck-up lords with no merits among them, except if one were to create an all-inclusive exhibit of venereal diseases, of course. Sadly, they can't be killed. I'll need them to keep the realm together once the Sovereign is dead. What? No killing? Not even a little one? We are in the caves under the residence of one Lord Augusto Valmorgan. Thanks to a note from our dear Scarazia, I know the City Council is convening up above. We will not kill them. Instead, your task is to learn about their plans so we can pit them against each other. Boring. What if I find a really, really tiny one? Like a super small? Let me finish. The lords are using these caves to send secret messages back and forth, scheming behind each other's backs. You must get rid of all the guards and destroy the alarm contraptions. Once that is done, I want you to catch and kill three messenger boys and collect the missives they are carrying. Get it? Hate it. Great. Let's do this. Ja, die Kommunikationsprobleme. Start building your dungeon, but make it fast. Adava Kedavra! The guards must be killed and the alarm smashed before the messengers start strutting about. Jo. Und wir sind in Mission 2. Das war die Mission mit Samt, die diesen, ja, wie soll ich es nennen? Ja, einfach mal beim Namen, die dieses beknackte Nebenquestchen hat, diesen beknackten, die beknackte Nebenmission. Ja, ich stottere schon. Vor lauter Bläh. Ja, das beknackte Nebenquest hatte mit dem Überfalle diese Wegen. Also muss ich mich hier schon ein bisschen sputen und versuche mal dieselbe Taktik zu fahren, weil ich vermute mal, die Nebenquests könnten dieselben sein. So, besetzen. Das da besetzen wir auch gleich mal. Und dann hauen wir so viele Berserker raus, wie wir Pilze haben. So. Gut, das bündeln wir bis zum Ende durch. Besetzen die Küche. Packen Berserker in den Trupp. Teleportieren den Trupp dorthin, dass sie schnell was futtern. Dann schicken wir sie gleich los, Materialien holen. Und hier hinten gleich ein Vorratslager, dass die Materialien aus dem Weg geräumt sind. So. Gut, voll sind sie. Materialien sind da oben. Gut, die einzelnen Materialmissionen sind nah aneinander.
Das heißt, wir kriegen das schneller hin. Und wir haben einen Berserker über für alle Fälle. Sehr gut. Dann kommt hier die Trainingshalle hin und von der Trainingshalle sehen wir dann weiter, wie wir uns hier rumgraben. Hier können wir dann noch Gebäude hinpflanzen, Räume hinpflanzen. Hier könnten wir noch was hinbauen. Ja, irgendwie werden wir das schon hinkriegen. So, 3 Punkte. Schnelle Auffassungsgabe. Eigentlich ist es fast schon wichtiger, dass wir erstmal die Werkstatt und Waffen und Rüstungen freischalten. Schnelle Auffassungsgabe können wir danach machen. So, ihr seid zurück, ihr geht gleich was essen. Dann schicke ich euch gleich nochmal auf eine Materialmission. So. Noch mehr Berserker. Und dann warte ich darauf, dass irgendwer den Beutesack abholt. Demonum Explosion! Ja, das ist etwas doof, wenn man weniger Imps hat. So. Jetzt kann ich mir die Punkte zusammensparen für den Kleriker. You know the other night when I disguised myself and went to the city of Valmorgan for an evening of fun and much needed comforts? I didn't tell you, but I happened to score big on a single game of shacks. Right now, the guy I bested, Lord Augustin Pinkoquet, is sending a wagon to pay his dues. I want you to intercept it before it arrives so that he must send another one. And then another one again. He is a wealthy and annoyingly decent guy, so I think we can keep it going for a while. Yeah. Sind Sie wieder da? Ja, also gehen Sie gleich trainieren. Währenddessen halt Balsima hoch. Jetzt müssen wir irgendwie auf Zeit spielen. So. Und wir haben sogar die Punkte zusammen für schnelle Auffassungsgabe. Und noch einen Punkt, dann haben wir den Punkt für den Kleriker zusammen. Wie weit ist die... Ah, das ist aber weit weg. Fütter die schneller. Wir haben nicht so viel Zeit. Ich schieb sie einfach mal los. Ah, der eine ist noch angeschlagen, Mist. Ich hoffe mal, das reicht trotzdem. So, eine Werkstatt. Da passt die nicht rein, die passt aber da rein. Ja. Dann können wir von hier aus nicht mehr buddeln, aber wir können von hier aus buddeln. Einfach so. Hier lang. Und dann hier oben lang. Okay, die halten sich noch gut, meine Berserker. So, es sind noch 2 Berserker gegen 1 Kleriker. Wenn ich den Kleriker blitzen könnte. Jawohl, wir haben gewonnen. Sehr gut. Oh, ach ja, was ich auch damals gemacht habe. Als Samt ist mich hier durchgekämpft. So. Dann kommt jetzt mal 1 Heiler. Und den Rest verbraten wir wieder für Berserker. Erst einmal. Was wir an Pilzen so haben. Gut. Life. What's the point anyways? Und mir fällt gerade so auf, wir haben keinen Extraktor, aber das ist egal. Es gibt hier genug Helden, die wir zermatschen können. Life. What's the point anyways? So. Okay, wir füllen jetzt den Trupp mal wieder nach. Leveln ihn wieder auf. Dich porten wir mal nach hier hin.
Von da aus kannst du nämlich heilen. Sehr gut. Okay, und jetzt holen wir uns hier das Gold raus. Heroes are entering your dungeon. Helden im Dungeon. Out of the pit into a hell. Da musst du mal einen kurzen Moment warten. So. Gut. Wir haben wieder 4 Punkte für Frieden und Beute. So. So, der Squad ist bereit. Ah, und wir haben Gold. Stimmt, wir haben ja, kriegen wir auch Gold von diesen Überfällen. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt noch einen zweiten Trupp machen. So, ihr kriegt jetzt erstmal Rüstungen. Spendiert. Trupp 2 wird gelevelt. Und hier sieht man es. Warte auf die nächste Karawane. Das heißt, die Quest läuft die ganze Zeit weiter. Und es geht schon wieder von vorne los. Kommen die beiden noch schnell ausrüsten ein wenig. So, das müsste reichen. Jetzt muss ich die nämlich wieder schon wieder losschicken zur Karawane. So. Den zweiten Trupp kann ich losschicken. Also ja, den zweiten Trupp muss ich erstmal zum Essen schicken. Und ich hätte den ersten Trupp schon zum Essen schicken müssen. Und ja, es sind immer wieder dieselben 3 Gegner, die die Karawane bewachen. Was es irgendwann etwas leichter macht. So, nutzen wir mal den Krieger weg, weil der ist am heftigsten. So, jetzt noch weg mit der anderen. Oh, ihr seid schon wieder zurück. Gut, dann kriegt ihr schon mal Rüstungen. Ja, und jetzt kriegen wir das viel besser, schon mal viel besser hin mit den Karawanen. Das heißt, Trupp 1 müssen wir immer dazu abstempeln, diese Karawanen zu überfallen. Wir können aber Trupp 1 nach und nach etwas upgraden. Nicht immer nur Berserker in dem Trupp haben. So, wo ist die Beute? Achso, habe ich die noch gar nicht losgeschickt. Dann geht jetzt mal los. So, wenn Trupp 1 wieder zurück ist, kriegen die den Berserker. Genau. Der wird dann abgelevelt. Hochgelevelt. So. Und dann schicken wir die mal zum Essen. Ja, und so geht das dann immer weiter. So, Pilze umwandeln. Wir brauchen nämlich jetzt endlich einen Extraktor. Den können wir da oben hinbauen, da tut er uns nicht weh. Ah, und wir haben genug Geld, um den Squad freizuschalten. Sehr schön. So. Du kriegst auch Ausrüstung. So, ihr könnt auch noch Waffen haben. Ja, und die Berserker, die überleben, die verteile ich dann auf die anderen Trupps so ein bisschen. Wenn ich da bessere Einheiten habe. Wie zum Beispiel jetzt den Recken, den ich gerade nicht freischalten kann, aber jetzt kann ich einen freischalten, einen Recken. So. Nach dem nächsten Mal kann ich einfach den Recken da reinsetzen. So, der Extraktor, der, wie gesagt, den könnte ich hierhin platzieren. Da tut er mir auch nicht weh. Ja, das ist besser als da oben. So. Und genau, hier hätte ich genug Helden zum Extrahieren. Immer so 3er-Grüppchen. So, ihr könnt auch mal zum Essen gehen. Nur nicht du, Baal. Der Trupp hier, den meinte ich. So, hier geht essen.
Zwei Punkte. Was stelle ich mit zwei Punkten an? Im Augenblick nichts. Auf Speere verzichte ich nämlich in der Mission mal, sondern ich gehe gleich auf meine Standard-Nahkampf-Draufhaugruppe. Das heißt, als nächstes ist wahrscheinlich das Arcanum dran. So, ich brauche aber auf jeden Fall noch zwei Priester. So. Und ich kann gleich Trupp 2 wieder losschicken. So, Karawane ist wieder da. Muss Trupp 1 also los. Der Extraktor, der steht. So, Extraktormarkierung. Ich kann eigentlich auf ein paar mehr Extraktormarkierungen setzen. So. Gut. Vier Punkte für den Schreckensfürsten. Ja, und die kriegen immer noch Kloppen hier, oder? Ja. So, das heißt, ein Berserker ist jetzt gerade ausgefallen. Den kann ich dann durch einen Recken ersetzen. Und durch einen Schreckensfürsten. Schreckensfürster.